Eine Bildbetrachtung zum Karfreitag. Einen Blick auf das Kreuz wollen wir heute werfen. Mit den Worten des Evangelisten Lukas im 23. Kapitel und anhand eines Gemäldes von Lukas Cranach. 1565 hat er es gemalt im Auftrag von Familie Krakow. Sie wollte damit erinnern an ihre im Kindbett verstorbene Frau und Mutter Sarah, eine geborene Bugenhagen. Die trauernden Angehörigen sehen wir im Bild unten. Die Person in weißer Kleidung deutet auf ein schon früher verstorbenes Kind der Eheleute hin. Im Hintergrund erkennen wir Wittenberg. Das Bild hängt bis heute in der Stadtkirche St. Mariendort. Ich komme auf die in gewissem Sinne unzeitgemäßen Dinge im Bild am Ende noch einmal zurück. Doch schauen wir nun etwas höher auf die drei Kreuze. Alle vier Evangelisten berichten uns, dass Jesus zusammen mit zwei Übeltätern gekreuzigt wird. Der Grund für ihre Verurteilung ist uns nicht überliefert. Die Hinrichtung durch das Kreuz vollzogen die Römer immer dann, wenn sie meinten, dass diese Leute ihrer Herrschaft gefährlich werden könnten. Es mag also sein, dass die beiden keine gewöhnlichen Kriminellen waren, sondern dass sie an blutigen Aktionen, Terroranschlägen, würden wir heute vielleicht sagen, gegen die römische Besatzungsmacht beteiligt waren. Jesus hängt in ihrer Mitte, denn es war seinen Gegnern gelungen, bei Pilatus den Eindruck zu erwecken, auch Jesus sei ein gefährlicher Aufrührer. War denn nicht sein Einzug in Jerusalem der Beweis dafür, dass dieser Jesus Umsturz im Sinn hat? Eigentlich wäre sonst für Gotteslästerung, das warfen sie ja vor allen Dingen Jesus vor, die Steinigung die übliche Strafe gewesen, so wie später bei Stephanus. Sehr breit wird in den Passionsberichten erzählt, wie die Menschen Jesus auf vielerlei Weise verspottet haben. Nun stimmt auch einer der Übeltäter in diesen Chor mit ein. Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Ja, auch dazu kann man leider Gebetsworte missbrauchen, den Christustitel, den Ruf, hilf uns, um sich damit gerade nicht an Jesus zu wenden, sondern sich von ihm abzuwenden. Unser Bild zeigt das überaus deutlich, wie der eine Mann hier ganz bewusst von Jesus wegschaut. Ich frage mich, ist er mit seinem Spott nur ein Mitläufer? Auch das ist schlimm genug. Bis heute üble Nachrede, Mobbing, Shitstorms im Internet, das lebt von den vielen, die es einfach nachreden und teilen und ausbreiten, die einfach gedankenlos mitmachen. Oder will es nicht in den Kopf von diesem Mann, dass der Messias leiden muss und sterben? Der Apostel Paulus bringt das so auf den Punkt: Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Oder ist dieser Mann deswegen von Jesus enttäuscht, weil er meinte, der hat bei unserem gemeinsamen Kampf gegen die Römer gekniffen? Eigentlich hätte er an unserer Seite streiten müssen, kämpfen. Stattdessen hat er sich wehrlos gefangen nehmen lassen. Es könnte aber auch eine seltsame Art von Galgenhumor sein. Vielfältig lässt sich der abgewandte Blick dieses Mannes und seine Worte deuten. Ganz anders bei dem, der hier zu Jesu Rechten gemalt ist. Auf ihn lasst uns nun schauen. Lukas Cranach geht mit seinem Bild über den Evangelisten Lukas hinaus. In der Bibel lesen wir nichts Genaueres zu der Anordnung der Kreuze, übrigens auch nichts zu deren Aussehen. Historisch spricht vieles dafür, dass sie tatsächlich diese T-Form hatten, die der Künstler hier
gemalt hat. Rechts von Jesus, also für uns im Bild links, das ist in der christlichen Bildsprache die Seite der Geretteten. Ganz viele Bilder vom jüngsten Gericht sind so aufgebaut. Jesus in der Mitte thronend, wie er dann die Menschen in zwei Gruppen scheidet. Das geht zurück auf Matthäus 25. Dort heißt es in Vers 34, der König wird sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Auf dieser guten Seite hängt also der Mann, dem Jesus dann das Paradies zusagt. Er schaut Jesus an, voller Vertrauen. Das heilbringende Gespräch hat wohl schon stattgefunden, Jesus hat ja die Augen geschlossen, aber es war vorher ein langer Weg dahin. Auch bei diesem Übeltäter zur Rechten wissen wir nicht, wann seine Geschichte mit Jesus angefangen hat. War er, wie wir es bei dem Mann auf der anderen Seite erwogen haben, auch ein Aufständischer? Auch einer, der sich über Jesu Weg zunächst geärgert hat? Immerhin gäbe es dann eine deutliche Vorgeschichte. So wie das bei Bekehrungen eigentlich fast immer ist, dass da ein verborgenes Wirken des Heiligen Geistes vorangeht. Ja, ich kann mir gut vorstellen, wie dieser Mann, wenn auch zunächst ganz kritisch, schon einiges von Jesus wahrgenommen hat und wusste. Und jetzt hängen die beiden auf einmal nebeneinander an ihren Kreuzen. Er ist ins Nachdenken gekommen. Besonders wohl dadurch, als Jesus für seine Peiniger betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ab da arbeitet es in diesem Menschen. Ich habe Blut vergossen. Zwar meinte ich für ein gutes Ziel, für die Freiheit meines Volkes, aber hat es wirklich etwas gebracht? Oder hat es letztlich nur das Leid in dieser Welt vermehrt. Gewalt, die doch nur zu Gegengewalt führt. Jesus dagegen, er hat immer nur geheilt und geholfen. Gewaltlos hat er zum wahren Frieden aufgerufen und zur Vergebung, bis jetzt sogar. Dafür muss er sterben, nicht so wie ich für meine Terroranschläge. Wie auch immer. Vielleicht war dieser Mensch auch einfach ein ganz gewöhnlicher Straßenräuber. Einer, der auf die schiefe Bahn geraten ist. Auch mit denen machten die Römer kurzen Prozess. Im Blick auf Jesus, auf seine Gnade und Barmherzigkeit wird dieser Mann bereit, seiner eigenen Schuld ins Gesicht zu sehen. Den letzten Anstoß für seine Worte mag dann der Spott des anderen Übeltäters gegeben haben. Zwischendurch gefragt, was machen wir eigentlich, wenn über Kirche und Glauben, wenn über Jesus gespottet wird? Schweigen wir dann lieber? Ach, nützt ja doch nichts. Oder wagen wir dann zu sagen, zu bekennen, ich halte mich dennoch zur Gemeinde Jesu Christi? Der Mann zur Rechten Jesu will jedenfalls diesen Spott nicht so stehen lassen. Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Gleich mehreres wird in diesen Worten laut. Zunächst die Erinnerung, dass sie alle bald vor ihrem Schöpfer, vor dem himmlischen Richter stehen werden. Letzter Ernst in der Sterbestunde. Danach ein Sündenbekenntnis. Ein wichtiger Schritt zu echter Vergebung ist immer die Einsicht in die eigene Schuld. Reue und offenes Bekennen. Nur Bekennen.
erkannte Sünde kann vergeben werden. Und schließlich das Zeugnis über Jesus. Er hat nichts falsch gemacht. Deutet sich darin vielleicht sogar schon die Erkenntnis an, auch diese vom Heiligen Geist geschenkt, dass eben sogar Jesu Weg ans Kreuz nicht falsch ist, nicht unpassend, unschicklich, so steht das in alten Bibelausgaben, sondern gerade eben so das Rechte, das Rettende. Und dann wendet sich dieser Mann ganz direkt an ihn. Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ich meine, hier kommt wohl die fromme Erziehung wieder durch, die dieser Mensch als Kind gehabt hat. Die Psalmgebete kommen ihm wieder in den Sinn, die sein Vater ihn gelehrt hat. Zum Beispiel Psalm 25, wo es heißt, gedenke meiner nach deiner Barmherzigkeit. Mit diesen Worten, den Psalmen, wird Gott angefleht, er möge sich dem Beter wieder gnädig zuwenden. Es geht in dieser Bitte um Gedenken also um viel mehr als so etwas, was sonst manchmal vielleicht in Nachrufen zu lesen ist, wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren oder dass man unter Freunden wohl manchmal sagt, denk doch mal an mich ab und zu. Sondern hier bittet einer um Gottes lebensveränderndes, ja sein Leben neu schaffendes Gedenken. Weil Gott die Seinen niemals vergisst, auch im Tod nicht, deswegen haben wir Hoffnung. Neues Leben wartet auf uns nicht aus eigener Kraft, nicht weil wir eine unsterbliche Seele hätten, sondern nur weil Gott unserer gedenkt in Ewigkeit. In älteren Bibelausgaben lautete auch hier übrigens der Text ein klein wenig anders. Und er sprach, der Übeltäter, zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus Wort wird dort mit seinem himmlischen Herrschaftstitel angeredet. Äußerlich mag diese Variante durch nicht so viele alte Handschriften gestützt sein. In der Sache halte ich sie dennoch für richtig. Bei dieser Bitte, gedenke an mich, da redet der Übeltäter nicht mehr einfach von Mensch zu Mensch. Es ist auch zu wenig, dass er in Jesus einen leidenden Gerechten erkennt, einen Heiligen, Leute, die später im Himmel ein gutes Wort für mich einlegen könnten. Sondern er sieht in Jesus den gekreuzigten Gottessohn. Ihn betet er an. Dafür hat ihm der Heilige Geist die Augen geöffnet, dass Gottes Heil gerade in ihm und nur in ihm zu finden ist, dem geschundenen Mann von Golgatha. Wer auf diesen Herrn schaut, der für uns leidet und stirbt, wer allein auf ihn und seinen Tod für uns vertraut, der wird gerettet. Jesus fasst dieses Heil dann wunderbar in Worte, feierlich mit Amen, übersetzt wahrlich, eingeleitet, fast so wie in einem Eid. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Lassen wir mit gutem Gewissen die Spekulationen beiseite, wie dieses heute nun genau zu verstehen ist. Oder ob da womöglich zwischen Paradies und Himmelreich noch ein Unterschied besteht. Viel wichtiger ist dieser Teil von Jesu Versprechen. Du wirst mit mir sein. An Jesu Seite für immer und ewig. Nichts kann uns scheiden. Darin ist Heil und ewiges Leben. So kann ein Mensch getrost sterben, als einer, der Jesus gehört, dem getreuen Heiland. Kommen wir zum Schluss noch einmal kurz zu der Trauerfamilie Krakow, die sich hier unter das Kreuz, unter die drei Kreuze hat malen lassen, mit ihrer Heimat Wittenberg als Hintergrund. Natürlich wussten die, ebenso wie der Maler Cranach, dass es rund um Jerusalem und den Hügel Golgatha anders aussieht.
dass zu der Zeit der römischen Besatzung in Israel auch andere Kleidung getragen wurde. Und überhaupt, dass in der Bibel zwar von mancherlei Leuten unter dem Kreuz berichtet wird, aber bestimmt noch nicht von der Familie Krakow. Aber all dieses Unzeitgemäße war ihnen egal. Ihnen war wichtig, und das soll dieses Bild auch uns bezeugen, dort am Kreuz, da geschieht nicht etwas weit weg, damals, für andere, sondern es geschieht hier und heute für uns. Wir müssen, um gerettet zu werden, ganz genauso wie der Übeltäter zu Jesu Rechten, auf den gekreuzigten Heiland schauen. Heute vor ihm unsere Schuld bekennen. Heute ihn um sein Gedenken bitten. Heute von ihm sein Wort hören und darin getröstet werden. Wahrlich, ich sage dir, du wirst mit mir im Paradies sein. Amen. Lasst uns beten. Wir beten dich an, Jesus Christus, Retter und Erlöser. Wir beten und schauen auf dein Kreuz. Du wurdest verspottet. Du leidest mit den Gedemütigten und den Gemobbten. Jesus Christus, schütze sie durch dein Kreuz. Du hast deinen Feinden vergeben, du leidest mit denen, die schuldig werden. Jesus Christus, versöhne sie durch dein Kreuz. Du wurdest gequält, du leidest mit den Folteropfern in aller Welt. Jesus Christus, rette sie durch dein Kreuz. Du bist auch mit allen Kranken, mit all denen, die jetzt voll Sorge sind in diesen Zeiten der Corona-Epidemie. Sei du bei allen, die helfen und pflegen, die dabei zum Teil sogar ihr Leben riskieren. Stärke sie durch dein Kreuz. Ja, Herr, du hast die Deinen geliebt. Du leidest mit den Trauernden. Mit deinem Kreuz tröste sie. Du bist am Kreuz gestorben, damit wir leben. Jesus Christus, wir schauen auf dein Kreuz. Du Retter, du Erlöser, wir beten dich an, du bist unsere Hoffnung. Amen.